Mutter und Tochter wurden auf ihrer Wanderung erschossen. Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video oder Podcast geht es um einen Mord an zwei Frauen. An Mutter und Tochter, die auf einer Wanderung waren. Mary Cooper wachte am Dienstagmorgen, dem 11. Juli 2006, gut gelaunt auf. Die 56-Jährige hatte vor, den Tag mit ihrer 27-jährigen Tochter Susanna Stodden beim Wandern zu verbringen. Mary und ihr Ehemann David Stodden hatten es schon immer geliebt, Zeit in der Natur zu verbringen und diese Liebe an ihre drei Töchter weitergegeben. Mary und Susanna wollten den Tag mit einer Wanderung auf einem beliebten Wanderweg am Mount Pilchuck verbringen. Eine Wanderung, die sie in der Vergangenheit schon oft gemacht hatten. Es war etwa 8 Uhr morgens, als Mary ihr Haus in Seattle, Washington verließ, um ihre Tochter abzuholen. Obwohl die Temperatur in der Stadt etwas über 20 Grad betrug, erinnerte David sie daran, dass auf einigen der Bergpfade noch Schnee liegen könnte und mahnte sie zur Vorsicht. Mary erzählte ihm, dass sie am Morgen im Internet nachgesehen hatte, wie die Wege beschaffen waren und dass es so aussah, als seien sie frei. Als sie ihren Mann zum Abschied küsste, teilte sie ihm mit, dass sie voraussichtlich gegen 16.30 Uhr zu Hause sein würde. Dann kletterte sie in ihren lila Dodge Caravan und fuhr davon. David, ein Bauunternehmer, der Hausrenovierung durchführte, verbrachte den Tag mit Arbeiten an einem Haus in der Nähe von Green Lake, Washington. Als er gegen 17.30 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, war sein Haus leer. Obwohl er erwartet hatte, dass Mary bereits zu Hause war, war er nicht übermäßig beunruhigt. Er dachte, dass die Wanderung vielleicht länger gedauert hatte, als Mary erwartet hätte. Oder dass sie auf dem Heimweg irgendwo Halt gemacht hätten. Zu dieser Zeit trainierte David für eine bevorstehende 200-Meilen-Radtour von Seattle nach Portland, Oregon. Er hatte sich an diesem Abend mit einem Freund zu einer Fahrradtour im Seward Park verabredet und verließ sein Haus kurz nach seiner Rückkehr von der Arbeit, um sich mit seinem Freund zu treffen. Als er gegen 20.30 Uhr nach Hause kam, stellte er mit Erschrecken fest, dass Mary immer noch nicht zu Hause war. Er versuchte sofort, sie auf ihrem Handy zu erreichen, aber es ging direkt die Mailbox ran. Dasselbe Ergebnis erhielt er, als er versuchte, Susanna anzurufen. Aus Sorge, dass entweder Mary oder Susanna einen Wildunfall hatten, rief David die Polizei in Snohomish County an und teilte ihnen mit, dass seine Frau und seine Tochter den beliebten Wanderweg zum Gipfel des Mount Pilchuck nehmen wollten und sich vielleicht verlaufen hätten oder verletzt waren. Der Disponent sagte, er würde sich bei den Behörden am Mount Pilchuck National Park erkundigen, wo sich der Wanderweg befand. Während David ungeduldig auf einen Rückruf der Polizei wartete, rief er mit seinem Handy wiederholt Mary und Susanna an, in der Hoffnung, dass eine von ihnen abheben würde. Aber alle seine Anrufe landeten auf der Mailbox. Um 21.30 Uhr war er so verzweifelt, dass er beschloss, nach seiner Frau und seiner Tochter zu suchen. In aller Eile packte er ein paar Vorräte in seinen Rucksack, schnappte sich einen Eispickel und wollte sich auf die 90-minütige Fahrt zum Mount Pilchuck machen. David hatte gerade seinen Rucksack in seinen Wagen geworfen, als er ein paar Scheinwerfer in seine Einfahrt einbiegen sah. Leider war es nicht seine Frau, sondern zwei Polizisten vom Snohomish County Sheriff's Office. Als er sie sah, wusste David sofort, dass etwas Schreckliches passiert war. Die Polizisten bestätigten Davids schlimmste Befürchtung und teilten ihm mit, dass sowohl Mary als auch Susanna tot war. Die Todesursache stand noch nicht fest, aber sie sagten David, es sei möglich, dass sie Opfer eines Tierangriffes geworden sei. Obwohl sie David gesagt hatten, dass sie auf den Mount Pilchuck wandern wollten, hatten sie es sich offenbar anders überlegt, nachdem sie gegangen waren, denn ihre Leichen wurden auf dem Pineapple Lake Trail gefunden. Hätte David nach ihm gesucht, wäre er in der falschen Gegend gewesen. David erfuhr bald, dass seine Frau und seine Tochter nicht Opfer eines Tierangriffes geworden waren, sondern sie wurden ermordet. Sowohl Mary als auch Susanna war in den Kopf geschossen worden.
Ihre Leichen wurden 2 Meilen vom Beginn des Trails entfernt gefunden. Das Motiv für den Angriff war unklar. Sowohl Mary als auch Susanna hatten Rucksäcke mit ihren Mobiltelefonen und Geldbörsen bei sich. Aber es fehlte nichts von ihren Habseligkeiten. Marys Wagen stand auf dem Parkplatz in der Nähe des Wanderwegs. Obwohl es den Anschein hatte, dass einige ihrer Kleidungsstücke entfernt worden waren, gab es keine Hinweise auf einen sexuellen Übergriff. Die Ermittler wurden damit beauftragt, die Ereignisse, die zu den Morden führten, zusammenzusetzen. Sie stellten fest, dass Mary und Susanna gegen 10 Uhr am Wanderweg angekommen waren. Ein Wanderer rief um 14.30 Uhr den Notruf an und meldete den Fund der Leichen. Die Leichen waren ein Stück vom Weg weggezogen worden, aber sie waren nicht versteckt, sondern für jeden Spaziergänger gut sichtbar. Wer auch immer der Mörder war, er hatte sich nicht darum gekümmert, das Verbrechen zu vertuschen. David konnte nicht glauben, dass jemand Mary oder Susanna hätte töten wollen. Er und Mary waren seit fast 30 Jahren verheiratet. Sie hatten sich kennengelernt, als sie beide an der Universität von Washington studierten. Mary arbeitete als Bibliothekarin an der Alternative Elementary School No. 2 in Seattle, wo sie als freundliche und zuverlässige Mitarbeiterin bekannt war, die von ihren Kollegen geliebt wurde. Einige Jahre zuvor hatte sie ein Studium an der University of Washington aufgenommen und 2004 einen Masterabschluss in Bibliothekswissenschaft erworben. Susanna schloss ihr Studium an der Western Washington University im Jahr 2001 mit einem Diplom in Umwelterziehung ab. Ihre Leidenschaft galt der Natur und der Umwelt. Ihren ersten Job hatte sie bei der Audubon Society ausgeübt. Sie verbrachte das Jahr 2003 in Nepal, wo sie als freiwillig arbeitete und fand nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten eine Stelle bei einer anderen gemeinnützigen Organisation. Sie liebte es, mit Kindern zu arbeiten und ihnen etwas über die Natur beizubringen und war begeistert, eine Stelle zu finden, die genau das tat. Wie ihre Mutter war sie als eine nette und freundliche Person bekannt, die keine Freunde hatte. Da die Ermittler einen zufälligen Angriff nicht ausschließen konnten, warnten sie Wanderer, besonders wachsam zu sein, wenn sie auf einem der Wanderwege in Mount Pilchup National Park und im nahegelegenen Mount Baker in Snoqualmie National Forest unterwegs waren. Hinter den Kulissen konzentrierten sie sich jedoch auf ihren ersten Verdächtigen, David Stoughton. Da er der Ehemann des einen und der Vater des anderen Opfers war, wurde er sofort als Verdächtiger gehandelt. Nachdem die Ermittler ihn über die Todesfälle informiert hatten, durchsuchten sie seinen Wagen. David zeigte sich kooperativ und hoffte, dass die Ermittler schnell erkennen würden, dass er nichts damit zu tun hatte und sich auf die Suche nach dem wahren Mörder konzentrieren würden. Leider geschah das nie. Trotz der Tatsache, dass David ein nachweisbares Alibi für die Zeit des Mordes hatte, schienen die Ermittler entschlossen zu sein, seine Beteiligung nachzuweisen. Am 27. Juli teilten sie Reporter mit, dass sie eine Person von Interesse hätten, weigerten sich aber, weitere Informationen zu veröffentlichen. Für viele war klar, dass es sich um David handelt. In der Hoffnung, seinen Namen reinzuwaschen, willigte David ein, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Nach Angaben der Ermittler waren die Ergebnisse aber nicht eindeutig. David beteuerte weiterhin seine Unschuld und erklärte sich bereit, einen zweiten Lügendetektortest zu machen. Die Ermittler gaben die Ergebnisse des zweiten Tests nie bekannt, nannten aber auch nie einen Verdächtigen. Sie wiesen darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um ein zufälliges Verbrechen handelte, was die Aufklärung des Falls nahezu unmöglich machte. Ein paar Tage nach dem Mord schrieb ein Mann in einem lokalen Wanderforum, dass er und seine Frau Mary und Susanna am Morgen ihres Todes gesehen hätten. Sie und wir kamen zur gleichen Zeit am Ausgangspunkt des Weges an und wir hatten ein nettes Gespräch mit ihnen, bevor wir den Weg hinaufgingen. Der Mann, der seinen Namen nicht nannte, gab an, dass er bereits mit den Ermittlern in Kontakt gestanden habe, aber seinen Bericht online stellen wollte, damit andere Wanderer in der Gegend wissen, was passiert ist. Als der Mann und seine Frau ihre Wanderung begannen, standen Mary und Susanna in der Nähe einer Hinweistafel am Ausgangspunkt des Wanderwegs und lasen vermutlich die dort angebrachten Hinweise.
Der Mann bedauerte, dass sie nicht auf die Mutter und die Tochter gewartet hatten und vermutete, dass ein Mörder sich einer Gruppe von 4 Personen vielleicht nicht so schnell nähern würde. Der Mann gab an, dass er und seine Frau auf ihrem Weg nach oben nichts Ungewöhnliches gesehen oder gehört hätten. Obwohl sie nie weiter als 2 Meilen vom Fundort der Leichen entfernt waren, hätten sie keine Schüsse gehört. Gegen 14.30 Uhr waren sie auf dem Rückweg, als sie auf die Leichen stießen. Zuerst waren sie nicht sicher, was sie da sahen, aber als sie erkannten, dass es sich um Mary und Susanna handelte, waren sie entsetzt. Nach Angaben des Mannes hielt er seinen Eispickel fest umklammert, als er und seine Frau sich auf den Weg zum Ausgangspunkt der Wanderung machten. Wir haben noch nie eine so schreckliche halbe Stunde verbracht wie auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt. Er befürchtete, dass jeden Moment ein Killer auftauchen und sie angreifen würde. Als sie schließlich am Fuß des Weges ankamen, erfuhren sie, dass ein anderer Wanderer bereits den Notruf gewählt hatte und die Ermittler auf dem Weg waren. Die Ermittler befragten eine Handvoll Wanderer, die an diesem Tag auf dem Pineapple Lake Trail unterwegs gewesen waren. Aber keiner von ihnen hatte etwas Verdächtiges gesehen. Obwohl sie Theorien hatten, was passiert sein könnte, hatten sie keine handfesten Hinweise und keinen Verdächtigen. David war frustriert über den Mangel an Fortschritten in diesem Fall. Er sagte einem Reporter, als ich mit den Ermittlern sprach und hörte, dass sie vielleicht jemanden finden, wurde ich wütend. Ich will, dass wir die Person fangen, die das getan hat. Er befürchtete, dass der Mörder, wenn er nicht gefasst wird, weiter morden könnte. Auch die örtliche Gemeinde war besorgt. In der Hoffnung, Hinweise zu erhalten, erstellte David Flugblätter und Plakate über das Verbrechen. Mit Hilfe von Freunden verteilte er sie in der gesamten Gegend von Granite Falls. Während ihres Aufenthalts in der Gegend unternahm die Gruppe auch eine feierliche Wanderung entlang des Pineapple Lake Trail zu dem Ort, an dem Mary und Susanna gefunden worden waren. In den Wochen nach dem Mord gingen bei den Ermittlern mehr als 200 Hinweise ein, aber es gelang ihnen nicht, eine konkrete Spur zu finden. Die Mountaineers, ein in Seattle ansässiger Club, der zahlreiche Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten sponserte, setzte eine Belohnung von $5.000 für Hinweise aus, die zur Festnahme und Verurteilung für den Mord an Mary und zu seiner verantwortlichen Person führten. Verwandte und Freunde spendeten ebenfalls Geld für einen Belohnungsfonds. Im September war die Belohnung auf $26.000 gestiegen. Die Zufälligkeit des Verbrechens machte es den Ermittlern schwer. Niemand wusste, dass Mary und Susanna an diesem Tag auf dem Pineapple Lake Trail sein würden. Sie hatten sowohl David als auch Susannas Mitbewohnern gesagt, dass sie auf den Mount Pilchard wandern wollten. Die Planänderung in letzter Minute bedeutete wahrscheinlich, dass es sich nicht um einen geplanten Anschlag handelte. Die Ermittler zogen die Möglichkeit in Betracht, dass die beiden verfolgt worden sein könnten. Aber sie waren fast 2 Stunden von zu Hause aus gefahren und zu dem Wanderweg gelangt. Nachdem sie von der Interstate abgefahren waren, mussten sie mehr als 20 Meilen auf dem Mountain Loop Highway östlich von Granite Falls fahren, bevor sie 6 Meilen auf einer alten Holzfällerstraße zurücklegen konnten. Vom Ausgangspunkt des Wanderwegs bis zum Fundort der Leichen dauerte es 45 Minuten. Die Vorstellung, dass ihnen jemand unbemerkt den ganzen Weg gefolgt war, war unwahrscheinlich. Einige spekulierten, dass Mary und Susanna über etwas gestolpert sein könnten, das sie nicht sehen sollten und deshalb getötet worden war. Aber die Ermittler konnten hierfür keine Beweise finden. Obwohl es Gerüchte gab, dass in dem Wald Drogen hergestellt wurden, waren die beiden nicht von dem gut markierten Weg abgewichen. Ohne tiefer in den Wald vorzudringen, war es unwahrscheinlich, dass sie auf illegale Aktivitäten gestoßen waren. Im Oktober hatten die Ermittler alle verfügbaren Spuren ausgeschöpft und waren der Identifizierung des Mörders keinen Schritt näher gekommen. Sie baten eine Gruppe von Profilerinnen und Profilern um Hilfe, konnten aber immer noch keine nennenswerten Hinweise finden. Die Ermittlungen gerieten in Stocken und der Fall wurde schnell kalt. Und David weigerte sich, den Versuch aufzugeben, Gerechtigkeit für seine Frau und seine Tochter zu erlangen. Er tat alles, was er konnte, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit erfuhr, dass der Fall noch immer ungelöst war
und schaltete unter anderem häufig Anzeigen in den lokalen Zeitungen. Es war klar, dass er der Meinung war, der Fall sei von Anfang an falsch behandelt worden. Er glaubte, die Ermittler hätten sich zu sehr auf ihn konzentriert, um den wahren Mörder zu finden. Für die Ermittler blieb David ein potenzieller Verdächtiger. Im Jahr 2018 teilten sie ihm schließlich mit, dass sie den Fall nicht weiter untersuchen würden, wenn er sich nicht einem dritten Lügendetektortest unterziehen würde. Frustriert stimmte er zu. Er bestand. Ein Sprecher des Sheriff's Büros gab zu, dass er nicht länger als Verdächtiger galt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine neuen Informationen und keinen Verdächtigen. Am 15. Jahrestag des Doppelmordes im Jahr 2021 versuchte David immer noch Gerechtigkeit für Mary und Susanna zu erlangen. Er erzählte einem Reporter, dass er seit über fast 2 Jahren nichts mehr von den Ermittlern gehört habe. Der Fall ist nicht gelöst. So einfach ist das. Das ist ein Versagen. Ich will nur, dass sie ihre Arbeit machen. So, das war der Doppelmord an Mary und Susanna. Was könnte da vorgefallen sein? Also das Einzige, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, als sie auf dem Weg waren, also als sie auf dem Trail gewandert sind, dass dort irgendjemand gewesen sein muss, der geschossen hat. Der aber nicht auf sie direkt schießen wollte, sondern erst einmal die Mutter oder die Tochter erwischt hat. Und dann eben aus Panik eventuell die zweite Person erschossen hat. Ein Wilderer vielleicht oder irgendwie so etwas in der Richtung. Oder ein Geisteskranker, man weiß es nicht. Die anderen beiden haben ja angegeben, dass sie keine Schüsse gehört haben. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ob es da in der Form dann auch Waffen gibt, auch anhand des Kalibers, mit dem sie erschossen wurden, die vielleicht mit einem Schalldämpfer arbeiten oder weil man einen Schalldämpfer anschrauben kann oder ähnliches. Ansonsten, der Ehemann, der hat ein Alibi. Der Ehemann wusste nicht, dass sie wohl kurzzeitig ihre Pläne geändert haben. Das wusste anscheinend keiner, nur sie selber. Und deswegen, insgesamt, sehe ich da auf jeden Fall keine Beziehungstat. Und ob das jetzt einen anderen Hintergrund hatte, dass sie getötet wurden, dazu kann ich schlecht was sagen. Gestohlen wurde nichts. Eine Vergewaltigung oder ähnliches lag wohl auch nicht vor. Ich könnte es mir echt vorstellen, dass es irgendein Versehen war. Was meint ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.